Hallo, hier kommt es zu einem neuen Video von mir. Und nochmal vorab, Dank an meine Freunde. Das ist ein Solarpanel für eine Powerstation. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Nochmal vielen lieben Dank an meine Freunde, von denen ich schon die Powerstation, und die ist doch ein bisschen früher gekommen als geplant. Und wir packen wir das mal gemeinsam aus und was es an Zubehör ist dabei. Das freut mich, dass ich das als erstes für die aufmache. Also gut, wie man sieht, leicht ist das nicht. Ich kann das schon mal vorab hier zeigen. Hier sind die Anschlüsse zur Powerstation, USB-Anschlüsse und hier auch USB-C, A. Aber das gehen wir dann mit einzeln durch. Hier haben wir die technischen Daten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Nicht, das ist doch zu groß, würde ich mal so sagen. Ne? Wir gucken noch mal, was hier so in der Tasche drin ist. Dann öffnen wir das gleich mal. Oh, hier ist ein bisschen Zubehör drin. Ich packe das mit euch. Da ist auch irgendwas drin. Ach, das ist die Stütze. Ich mache das erste Mal. Ah, hier haben wir das Material. Mal sehen, was da alles drin ist. Ja. Nee, das hat mich echt gefreut, dass ich das auch noch machen darf. Also hier haben wir ein Kabel. Hier haben wir noch weitere Adapter. Und hier haben wir Anschlüsse für eine PV-Anlage. Das sind die gleichen Anschlüsse wie bei einer PV-Anlage. Und die werden bei der Powerstation, das werden wir auch dann gemeinsam gleich mal anschließen. Aber im Detail nach, wir wollen erstmal hier reingucken. Hier ist ein Handbuch. Englisch. Ich würde sagen, das ist Französisch. Und hier haben wir Deutsch. Dann sieht man hier, dass man einen Anschluss für die Powerstation hat oder Batterie. Hier haben wir die Anschlüsse. Output. Output 2, das ist dieser runde. USB-C. USB 1 und 2. Und so sollte das dann aufgebaut sein. Und das sollte dann alles an Material da sein. Einmal das Solarpanel, die drei Anschlüsse, also Adapter. Und dann haben wir ja noch Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Schwedisch, würde ich sagen. Ja gut, das soll es ja auch schon mal gewesen sein. Aber das ist ja schon mal ein gutes Zubehör. Und die anderen sind genauso, dass man die einführen kann und dann verriegeln die automatisch. Das finde ich gut. Und dann packen wir das mal ein. Nee, das hat mich riesig gefreut, dass ich das nochmal machen darf für die. Ja, und dann wurde schon mal gefragt, wofür kann man das nutzen? Und hier ist ja schon mal, was ich schon mal angedeutet habe, für eine Drohne. Ich drehe das einmal hier kurz um. Hier haben wir das Drohnensymbol, Batterie, Laptop, Tablet, Smartphone, Powerstation. Hier haben wir dann eine Spielkonsole, Kameras. Also ich kann man schon vieles mehr machen. Aber auch die zum Beispiel angeln gehen über mehrere Tage. Es gibt einige, die ich mal kannte, die sind so 2-3 Tage am Stück weg. Dafür wäre auch eine Powerstation ganz gut. Aber das können wir auch noch weiter besprechen. Jetzt öffne ich das erstmal hier. So, das wird ein bisschen groß sein. Ja, das ist da klar alles noch verklebt. Es tut mir leid, dass ich das öffnen muss oder abnehmen muss. Das glänzt vielleicht ein bisschen in der. Und dann ist das sind 4 Paneele. Und hier sind denn die drin. Aber das werden wir dann gemeinsam auch draußen aufbauen. Und dann sehen wir uns das an. Aber das ist
relativ, also ich finde das persönlich gut gemacht, dass man das so tragen kann. Und ich öffne mal so eine Stütze. Ja, das ist ja so eine Stütze, dass es nicht umkippt. Müsste auf dieser anderen Seite das ja auch sein. Ja, haben wir es auch. Wir müssen ja mindestens zwei Stück sein, damit das nicht umkippt. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir gemeinsam raus und machen das draußen weiter. Ja, jetzt sind wir draußen. Vorab, das mache ich an verschiedenen Tageszeiten. Jetzt ist die Temperatur angenehm. Bei 27, 28 Grad zu filmen, finde ich nicht so schön. Wir fangen erstmal mit dem Solarpanel an. Das bauen wir dann mal auf. Und es funktioniert auch, wenn der Himmel bewölkt. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Wir stellen das mal gemeinsam auf. Und ich habe auch einen Verbraucher mit rausgenommen, dass man dann schön sehen kann. Jetzt ist na klar, durch die Bäume sehr viel Schatten, das bestreite ich auch gar nicht, aber es ist angenehm, deutlich angenehmer als bei 30 Grad, die wir die letzten Tage hatten, zu filmen. Ja, ich habe ja versprochen, dass ich auch einen Ausblick habe. Und habe ich noch ein bisschen mehr Kabel mitbekommen. Alles zeige ich im Einzelnen. Das ist das Zubehör vom Solarpanel und das ist das Zubehör von der Powerstation. Und wie ich schon in einem Video zeigte, es ist relativ einfach. Schwarz an Schwarz, Rot an Rot. Und das kann man so gut wie nicht verwechseln. Einfach zusammenklicken, erledigt. Nochmal, da hat man, das eine ist Minus, Schwarz und Rot ist Plus. Aber nicht vergessen, Solarstrom ist Gleichstrom, nicht Wechselstrom. Und wenn man dann noch mehr haben möchte, da bedanke ich mich nochmal bei meinen Freunden. Ich habe ein Verlängerungskabel hier bekommen. Hat die gleichen Anschlüsse, das heißt, Wohnmobil, Wohnwagen oder PKW kann im Schatten stehen und das Solarpanel kann ich etwas entfernter stellen, um Strom zu produzieren. Ob man es nun immer nutzt, ist eine andere Frage, aber man kann das auch für eine PV-Anlage auf dem Dach benutzen. Also das ist ja nichts Schlimmes. Dann werden wir das jetzt mal kurz anschließen und nebenbei filme ich das dann hier unten auch gleich mit. Ich muss das ja auch an die richtige Seite stecken. Und wie gesagt, das ist richtig einfach, das zusammenzubauen. Ja, das eine kommt in die Powerstation rein und das andere ins Solarpanel. Und das ist echt gut. Und hier ist schon Strom drauf, trotz Bewölkung. Wie gesagt, dann schließen wir jetzt auch mal einen Verbraucher an und lassen dann die PV-Anlage arbeiten. Und dann gucken wir uns das mal genauer an. Wie ihr seht, habe ich einen Verbraucher dran. Und wie das der Zufall will, ich muss auch die 10 Meter Verlängerung mit anschließen. Weil hier, wo ich gerade filme, nicht wenig bis nichts rankommt. Und das finde ich doch. Ja, ist nicht geplant gewesen. Das schreibt kein Drehbuch. Aber so kann man das mal auch testen, wie das gut funktioniert. Ich muss jetzt mal einmal diese Verschnürung aufmachen. Ich hoffe, ich kriege das hier auch wieder so zusammengewickelt. Ja, den Verbraucher habe ich jetzt schon extra an, damit man auch den sehen kann. Ich blende denn das andere Bild, was ich gleichzeitig filme, oben, unten mit ein. Und ich habe schon das Solarpanel eben gerade einmal umgestellt. Ich will nicht alles mitfilmen. Ich glaube, man kann sich das dann vorstellen, dass man das dann selber schon
Und ich sag, es ist echt einfach. Auch bei dem Verlängerungskabel hier rein. Arretieren lassen, also ich mache das einen Klick. Und dann mit dem anderen Kabel. Ich sag, das ist echt simpel. Ja, und dann kann man loslaufen. Ich bin mal kurz aus dem Bild wieder. Ja, das sollte man dann vielleicht ein bisschen auseinandertüteln vorher. Das ist nachher wieder jetzt ein bisschen provisorisch, das Ganze. Ich soll ja auch demonstrieren, wie das funktioniert. Aber was soll ich noch sagen? Das ist ja auch gut für Leute, die angeln. Es gibt da welche, die angeln, sind 2, 3 Tage, 4 Tage unterwegs. Und warum soll man das denn nicht machen? Ich kenne einen, der hat eine Powerbank, um nebenbei was zu machen. Aber das hält natürlich auch nicht immer lang. Dann müssen wir die Blätter ein bisschen abnehmen, es darf hier keine Vollzugzeit reinkommen, weil sonst kriegt ihr einen Stromschlag. Also, bitte aufpassen! Aber jetzt ist der Boden dann schon ein bisschen feucht. Und dann wie gesagt, ob 10 Meter oder 5 Meter oder vielleicht sogar 15 Meter reichen, das müsst ihr klar für euch selber herausfinden, für was ihr das nutzen wollt. Ich habe jetzt 10 Meter hier, also die haben sich 10 Meter gekauft. Und wie gesagt, das Gute daran ist, wir haben sich doch ein paar Gedanken. Wie gesagt, die sind vielleicht schon überlegen, ob sie nicht doch eine größere Powerstation haben. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Brauchen wir wieder an. Und wie gesagt, dann müsste man immer mal gucken, wie die Sonne ist momentan. Bin ich jetzt bei 98% in der Powerstation. Strom wird jetzt noch nicht eingespeist und bei der Kabelstärke gibt das 4 mm oder 6 mm. In der Mehrheit ist es immer 4 mm. Ja, das kann man auch für einen Balkon nutzen. Ein bisschen gucken, dass man genügend Sonne einfangen kann. Das tut mir jetzt leid, das ist, muss ich da doch ein bisschen schneller handeln. Bis jetzt wird noch kein Strom gespeist, obwohl der minus 2%, also können Sie das jetzt aufstocken. Wie gesagt, ich habe das ja schon getestet jetzt einmal. Alles einmal überprüfen und wie gesagt, ich sehe das zu einem Solarpanel durch eine kleine rote LED. Dass da schon was passiert. Und wir müssen halt ein bisschen hin und her arbeiten. Ich sag mal, bei 10 Meter hat man zwischen vor auch zwischen den Bäumen Solarlicht. Ja. Irgendwie leuchtet. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt gerade ein bisschen provisorisch ist. Ach, 1 kW wird gerade hier Input, Output. Das ist zwar jetzt nicht viel, aber ihr seht, ihr kriegt das auch hin. Also man kann auch, wie gesagt, sagt mir das ja auch aus, dass ihr im Vollmond, klarer Himmel, sogar ein bisschen Strom einspeisen.
wie gesagt, wenn ich ein Y-Kabel benutze, kann ich auch zwei Solar. Also das haben die leider nicht. Vielleicht komme ich noch mal in die Gelegenheit, das auszuprobieren. Aber wie gesagt, das Dach ist ja schon mal aus. Ich habe hier Licht an, also Verbraucher. Zwei Steckdosen habe ich. Also ich kann jetzt auch, ich habe jetzt nur eine Lampe genommen, damit es keine Geräusche macht. Ich habe ein Verlängerungskabel drin, 10 Meter, Solarpanel. Und wieder, auch wenn das nur ein Watt zeigt. KW war wäre jetzt nicht übertrieben. Ein Watt ist aber ein Watt, das kostenlos reinkommt. So muss ich das sehen. Und wie gesagt, das für Camper, die gerne unterwegs sind, die öfters mal auf Flohmärkten sind und möchten da mal ein bisschen Strom haben, möchten aber dafür nichts bezahlen, dann nehme ich so eine Powerstation mit oder eine etwas größere. Angler, Drohnenpiloten, die öfters mal filmen und die Sachen oder fotografieren und sind irgendwo mitten in der Valla Pampa, dafür ist das echt gut geeignet. Oder auch für Angler, die dann mal nicht eine Stunde, zwei Stunden sind, sondern zwei, drei Tage am See sind und haben sich da ein Nachtlager aufgebaut. Wäre das auch optimal. Also wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, wofür man das nutzen könnte, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, trotz dieser Improvisation hat euch das Video gefallen. Es zeigt, es arbeitet. Wir sind jetzt bei 2 Watt. Also trotz Bäume, die da im Weg stehen, schafft die Sonne, das Solarpanel anzutreiben. Und da würde ich sagen, leider habe ich nur 2 Daumen. Ich würde sagen, 5 Daumen hoch. Oder wenn man für ein Fest, für eine Gartenfest oder sowas, dann würde ich da eine mittlere oder eine größere Anlage dafür nutzen. Und dann kann ich ja eine umweltfreundliche Fete machen, Party machen. Oder mal draußen, ich kann glaube ich 4 Stunden lang mit dem Beamer gucken, brauche aber keinen Strom kaufen. Der ist umsonst. Nachhaltiger Strom. Ob das Modul jetzt ausreichend ist, das haben die sich ausgesucht. Wie gesagt, das ist nicht EcoFlow, das ist eine andere Firma, habe ich ja im Video gezeigt. Und das ist EcoFlow. Wie gesagt, die sind echt gut. Wie gesagt, nochmal, Daumen hoch, schreibt mir in meinen Kommentaren, was haltet ihr davon, wie sinnvoll ist das, wofür kann man es noch nutzen? Schreibt es mir bitte. Und dann würde ich mich freuen, ja leider brauche ich eine Lesebrille, wenn ihr mein Video teilt, Daumen hoch, meinen Kanal weiterhin abonniert. Ich freue mich darüber. So habe ich auch die Möglichkeit, meine Chance weiter Videos zu machen, denn freue ich mich darüber. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch mal eine Spende da lassen, um vielleicht mal ein Produkt zu kaufen. Weil da ich das ja nur so mache, kostet es auch viel Geld. Und das Equipment kostet auch schon Geld. Aber ja, ich finde das gut. Daumen hoch. Und momentan ist jetzt eine Wolke vor der Sonne, aber es ist ja nicht tragisch. Es dreht sich ja nur darum, es funktioniert. Damit wollte ich das beweisen. Auch mit dem Verlängerungskabel. Wie gesagt, ich habe hier sind das 1 Meter, die bei der Powerstation dabei waren. 30 cm maximal, die beim Solarpanel dabei waren, plus 10 Meter, das heißt, ich komme auf diese 11 Meter, die ich dazwischen setzen kann, und habe dann immer Strom. Und wie gesagt, der Vorteil ist, ich kann dann tagsüber nebenbei die Powerstation laden und kann trotzdem Verbraucher anschließen. Und an diesem Solarpanel habe ich dann die Chance, eine Autobatterie nebenbei zu laden und dann über einen kleinen Wechselrichter, meistens so kleine Kästen, habe ich noch mehr Strom, die ich den abends nutzen kann. Macht euch doch mal Gedanken. Ich finde das gut. Ich unterstütze sowas auch. Und hier ist mein Autark. Wenn man ein
das für den Balkon benutzt oder für eine PV-Anlage allgemein auf dem Dach, müsst ihr euch einfach registrieren und anmelden und mit dem Netzbetreiber. Wir wollen das so. Da ist man leider auch nicht autark, weil es fällt der Strom aus, kann die PV-Anlage so viel Strom produzieren, wie sie will. Ich darf es nicht nutzen. Das ist leider die Gesetzgebung. Aber ich mache hier keine rechtliche Auskünfte, da halte ich mich raus. Wendet euch bitte an euren entsprechenden Netzbetreiber oder an die Gemeinde, wie auch immer. Wir sind jetzt wieder bei 1 Watt. Die Wolke hat sich wieder gezogen und gesagt, es funktioniert. 1 Watt ist nicht viel, das ist richtig. Das bestreitet das dann. Ja, wir sind jetzt bei 97%, aber trotzdem sinkt die Leistung, die ich vom Akku benutze, weil ich das jetzt mit in die Lampe gleich zuschicke. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao. Ich baue jetzt wieder ab. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch und ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao.